Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute habe ich einen ganz coolen Tipp für euch für Destiny. Und zwar ist jetzt so eine Art Pre-Event zum nächsten Add-on Haus der Wölfe rausgekommen und es gibt eine richtig coole Sache, die ihr jetzt machen könnt, um schon mal Items zu erfarmen für Haus der Wölfe. Es gibt neue Bounties und gleichzeitig auch sowas, das nennt sich Ether-Chests. Und was das genau ist, erfahrt ihr gleich. Wenn euch das Video gefällt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich sehr freuen und hilft mir auch echt weiter. Versucht auch das Video nochmal zu verteilen auf Facebook oder was weiß ich, denn ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass Bungie diese Methode demnächst nerfen wird und dann kann man das nicht mehr machen, weil das, was man rauskriegt an Items, ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht gewollt, dass es so viel ist. Viele weitere interessante Videos auch zu anderen Videospielen findet ihr übrigens auf meinem Kanal. Wer von euch jetzt am Wochenende schon gespielt hat, hat sicher gemerkt, es ist wieder ein Bounty-Händler im Turm aufgetaucht. Mit dem Update, mit dem Patch 1.2 ist Petra Wench wieder aufgetaucht, also die auch früher die Queen's Wrath Bounties verteilt hat. Hier kriegt ihr jetzt Beutezüge, um einige Haus der Wölfe-Ziele quasi zu erledigen. Das führt euch einmal auf die Erde, einmal auf die Venus. Das Interessante an der Sache ist jetzt, ihr erledigt eben diese Fallen Gegner und kriegt halt die Quests erfüllt. Was mir am Anfang gar nicht aufgefallen ist, erst als ich das zweite Mal mit einem anderen Charakter gemacht habe, ist, dass ihr einen Buff bekommt, nachdem ihr diese Ziele getötet habt und dann erscheint irgendwo auf der Map in der Nähe von diesen Monstern eben eine Kiste, eine sogenannte Ether Chest und in dieser Kiste können legendäre blaue Engramme, alles mögliche drin sein, Ammo-Synthesen und so weiter, aber auch sogenannte Treasure Keys und diese Treasure Keys sind ein richtig wichtiges Item, damit könnt ihr nämlich Schatztruhen in der Prison of Elders Arena, also dem quasi Raid-Ersatz im nächsten Add-on aufmachen, das heißt, ihr könnt jetzt schon mal euch diese Schlüssel erfahren und sobald das Spiel dann updatet, sobald dann am Dienstag Haus der Wölfe erscheint, könnt ihr mit diesen Kisten dann direkt schon im Prison of Elders Schatztruhen öffnen. Und ich habe hier eine Methode für euch, wie ihr diese Kisten bis zu dreimal aufmachen könnt. Das ist eigentlich ganz simpel. Und dafür gehen wir auf die Venus. Auf der Erde geht es nicht so gut. Es gibt hier zwei Gebiete, in denen diese Kisten oder diese Bounties erscheinen. Das Wichtige ist, ihr braucht nicht mal diese Missionen haben, damit die Kisten erscheinen und diese Methode funktioniert. Es ist jetzt einfach so, ihr fahrt eben hier bei der Venus entlang, bis ihr da in diesem offenen Gebiet seid. Das nennt sich Amber Caves im Englischen. Das kennt ihr ja sicher. Hier in der Nähe gibt es auch eine Strike-Mission. Wenn ihr jetzt hier reinfahrt, lauft ihr hier eine Weile rum und irgendwann kommt dann einfach, und diese Events passieren relativ häufig, ja, kommt dann unten auf dem Bildschirm irgendwie sowas, ein Wolfpack erscheint oder so. Und wenn ihr diesen Text seht, heißt das, hier spawnt demnächst der Boss, den ihr hier besiegen müsst. Wenn der gespawnt ist, dann beteiligt ihr euch einfach daran, den Platz zu machen. Übrigens könnt ihr währenddessen auch diese coolen Kanonen sammeln, die ja als, ja, sag ich mal, wie so ein Mario Kart-mäßiges Power-Up in Prison of Elders zu bekommen sind. Damit kriegt ihr dann quasi einen Raketenwerfer for free und der macht auch ordentlich Damage. Nachdem ihr den Boss besiegt habt, bekommt ihr dann, wenn ihr die Bounties habt, bekommt ihr natürlich die Bounty dann quasi abgeschlossen, aber ihr bekommt auch einen Buff und dieser Buff erhält für 1,5 Minuten. Wenn ihr den Buff habt, erscheint hier auf dieser Map in dem Gebiet, wo ihr den Boss erledigt habt, erscheint eine Ether-Chest. Diese Kisten leuchten und hier habe ich mal für euch die Orte markiert, wo die ungefähr sein können. Wenn ihr diese Kiste ausfindig gemacht habt, fahrt ihr hin, nehmt den Inhalt euch und jetzt kommt der Trick, wie ihr so eine Kiste dreimal quasi, wenn ihr es schnell genug seid, aufmachen könnt, bis zu dreimal, ich habe es nicht mehr als dreimal geschafft, dann nehmt ihr eben den Inhalt, fahrt aus dem Gebiet raus und zwar nur so lange, bis sich quasi der Name ändert, ne? Also nicht wirklich in das nächste Gebiet so weit reinfahren, sondern einfach gucken, wenn der Name umschlägt, dann hat das Spiel registriert, ihr seid im nächsten Gebiet, ungefähr hier unten kann man das zum Beispiel machen, zur Zitadelle, dann fährt man wieder zurück und dann kann man die Kiste nochmal aufmachen. Und das kann man so oft wiederholen, wie man es halt im Zeitlimit schafft. Nach diesen 1,5 Minuten verschwindet die Kiste dann auch endgültig. Jetzt ist noch die andere Sache. Diese Events passieren so häufig, wenn ihr hier oben in den Amber Caves das erledigt habt, fahrt ihr hier runter, wo ich eben auch diesen Trick gemacht habe, zur Zitadelle. Da gibt es nämlich das Ganze auch. Da kann auch ein Target spawnen, ein Monster, und zwar hier hinten auf diesem Vorsprung. Wenn ihr das erledigt habt, gibt es hier auch wieder ein paar Orte, wo diese Kisten sein können. Die habe ich hier auch mal für euch markiert. Wenn ihr dann da wieder die Kiste gesammelt habt, dann könnt ihr dasselbe machen wie eben. Einfach da, wo es am nächsten ist, quasi aus dem Gebiet rausfahren, wieder reinfahren und so kriegt ihr den Loot. Eine Menge blaue Engramme kommen dabei rum. Diese Schlüssel, wie gesagt, können dabei rumkommen und ihr könnt euch schon mal vorbereiten für eben das Add-on, wenn es rauskommt mit
Equipment und Stuff, das ihr dann da benutzen könnt. So, ich hoffe, das war für einige von euch hilfreich. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, um sich schon mal auf das Add-on einzustimmen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und teilt es auf jeden Fall mit euren Freunden auf Facebook, Twitter oder was auch immer für ein Social-Gedöns es noch gibt, damit die auch noch was davon haben, bevor Bungie tatsächlich das nervt und man so Kisten nur noch einmal aufmachen kann. Jo, das war's wieder von mir und freut euch auf weitere Destiny-Videos und andere Videos auf meinem Kanal. Schaut da einfach mal vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!